Ja, liebe Brüder und Schwestern in dem Herrn Jesus Christus, ganz herzlich will ich Sie alle begrüßen für diesen Nachmittag und für diese Zeit an diesem Wochenende, die wir miteinander haben dürfen. Ja, wir haben ein Thema, das vielleicht für manche etwas ungewohnt oder weit hergeholt erscheint: Mystik. Ich werde nachher noch erklären, was das bedeutet. Eine uralte Form der heidnischen Religiosität, die Suche nach einer tiefen Einheit mit einer Gottheit, nach religiösen Erlebnissen der besonderen Art, so könnte man das vielleicht ganz kurz sagen. Dieses Thema ist leider ein Thema, mit dem wir als bibeltreue Gläubige uns in der heutigen Zeit beschäftigen müssen. Ich habe das angeregt durch das Jahr der Stille der Evangelischen Allianz und verschiedener evangelikaler Gruppen seit über einem Jahr getan und muss sagen, es war auf der einen Seite unerfreulich, mich durch zig mystische Bücher, vorwiegend katholischer Herkunft, durchzuquälen. Und auf der anderen Seite hat es doch auch überraschende und wichtige und wertvolle Einsichten gebracht. Einsichten in Zusammenhänge und Einflüsse, denen wir als bibeltreue Christen auch ein Stück ausgesetzt sind, über verschiedene Kanäle. Und deswegen ist es vielleicht doch ganz wichtig und gut, dass wir etwas mehr über diese geheimnisvolle Strömung der Mystik Bescheid wissen. Geheimnisvoll, da sind wir schon beim Stichwort. Mystik hat etwas zu tun mit dem griechischen Wort Mysterion, Geheimnis, das Verborgene. Und das ist tatsächlich so, dass hier verborgene Einflüsse, verborgene Techniken gelehrt werden, die uns in eine gewisse Geisteswelt entführen wollen. Und wir wollen miteinander mit Gottes Hilfe prüfen, was für Geister das sind und hier auch von der Bibel her uns Klarheit verschaffen. Ich möchte anfangen mit einem Bibelwort, 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 3, eine Prophetie über letztlich auch die Entwicklung in unserer Zeit. Es ist immer wieder wichtig, sich das vor Augen zu führen. Da heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Hier wird auf der einen Seite deutlich gewarnt, wir haben in der Christenheit, mitten unter den Gläubigen, damit zu rechnen, dass da falsche Lehren aufkommen, deren Quelle letztlich die finstere Geisteswelt ist. Also raffinierte Lügenlehren, die der Teufel selber ersonnen hat, um Gläubige auf den falschen Weg zu bringen. Religiöse Verführung im Namen Jesu Christi, ich erinnere nur daran, ich habe das auch schon bei meinen früheren Besuchen immer mal wieder erwähnt, ist laut Matthäus 24 ein Kennzeichen der Zeit vor der Wiederkunft Christi und wir müssen da ganz besonders wachsam sein. Und eine dieser religiösen Verführungsschienen ist die Mystik, die im Christentum verbunden ist mit der katholischen Kirche und mit der katholischen Religion in ganz besonderer Weise. Aber wir finden die Mystik auch in allen möglichen heidnischen Religionen. Ich werde nachher noch kurz drauf kommen. Auf jeden Fall ist es erschreckend, wenn wir feststellen müssen, dass Evangelikale nach ihrem eigenen Bekenntnis bibelgläubige Christen beginnen, heidnische und christliche Mystik als ein Mittel zur Vertiefung unserer Frömmigkeit und unseres Glaubenslebens zu verbreiten. Und genau das ist in großem Umfang geschehen im Jahr der Stille 2010. Es war schon vorher diese Strömung da. Wir werden sehen, dass sie schon eine lange Tradition hat. Morgen werden wir uns damit beschäftigen, am Nachmittag. Aber das Ganze hat eine neue Qualität angenommen, so fürchte ich, durch dieses Jahr der Stille. Die Allianz selber, die Führung der Evangelikalen, hat sich mit diesem Anliegen eins gemacht: geistliche Erneuerung, spirituelle Vertiefung, wie man das so nennt, zu bewerben mit dem Mittel
ausdrücklich katholischer und heidnischer Mystik. Das heißt, da werden Techniken und Übungen propagiert, die entweder aus dem Register eines Ignatius von Loyola zum Beispiel kommen, der Begründer der antichristlichen Jesuiten, der besondere Meditationsübungen verfasst hat für seinen Orden, die inzwischen auch von Evangelikalen kopiert und geübt werden, oder aber eben auch heidnische Meditationsübungen, die aus dem Buddhismus oder Hinduismus stammen, von denen aber die Leute sagen, das können wir gut auch für unseren Glauben verwenden. Ich möchte einfach mal ein konkretes Beispiel nennen. Da gibt es ein Buch, zum Jahr der Stille herausgekommen, von einem Herrn Kupsch, Andreas Kusch, nicht Kupsch, das heißt, das Herz auf Gott einstimmen, praktische Schritte zum Beten und Bibellesen. Nun, wir alle wollen gerne beten und Bibel lesen, wenn wir echte Gläubige sind. Und Hilfen dazu sind sicherlich willkommen. Aber was bietet denn dieser Herr Kusch, der Dozent an der Akademie für Weltmission in Korntal ist? Das ist ja im evangelikalen Bereich eine bekannte Adresse. Ja? Dozent für Spiritualität ist er dort. Was bietet er denn an? Nun zunächst mal zu seiner Qualifikation. Es ist interessant, er hat also eine Ausbildung zum Spiritual- oder geistlichen Begleiter an der Akademie St. Paul in Hermannsburg gemacht. Diese Akademie wird von einem ehemaligen Jesuiten, Professor Dr. Dr. Paul Imhof, geprägt und arbeitet schwerpunktmäßig mit den mystischen Exerzitien und Übungen des Ignatius von Loyola, also des Begründers der Jesuiten. Dort war also dieser evangelikale Dozent wahrscheinlich für ein oder zwei Jahre und ist intensiv geschult worden in katholischer Meditation. Und das befähigt ihn nun, evangelikale Missionare zum Thema Spiritualität zu unterweisen. Ich möchte das nur noch mal ganz kurz erwähnen. Spiritualität ist ein Alarmwort. Die Bibel redet von geistlichem Leben. Aber spirituell, das ist ein Begriff, der bei uns nicht umsonst verbunden wird mit dem New Age und nicht mit dem biblischen Christentum. Und es ist ein Lieblingsbegriff der katholischen Kirche und ihrer falschen Frömmigkeit. Mysterium und Spiritualität. Ja, Mysterium, wie gesagt, Geheimnis und Spiritualität, das sind so zwei Schlüsselworte. Und wenn wir die finden, da sollten wir ein bisschen aufhorchen als evangelische Gläubige, denn da weht ein anderer Geist. Dieser Spiritus, dieser Geist, der da angerufen wird, das ist nicht der Geist Gottes. Ja, das nur mal so in Klammern bemerkt. Ja, was sind denn das für Vorschläge, die er bringt? Ich zitiere einfach mal ein paar Auszüge aus dem Buch. Als Menschen haben wir nicht nur einen Körper, sondern wir sind auch Körper. Wenn wir Gott begegnen wollen, gehört auch unser Körper dazu. Diese Übung kann dir helfen, deinen Körper als einen Ausdruck deiner selbst wahrzunehmen, ganz gegenwärtig und somit ganz präsent vor Gott zu werden. Das ist ganz typisch für diese neue Schule. Es werden meditative Körperübungen als Eintritt in die Geisteswelt, in einen besonderen Bewusstseinszustand beworben. Man soll angeblich sich besser sammeln können, wenn man sich nach dem Muster der Yogis und der Zen-meditativen Übungen in besonderer Weise hinsetzt und dann anfängt, auf seinen Atem zu achten. Ich möchte nur in Klammern erwähnen, das ist mir alles nicht unbekannt. Bevor ich mich bekehren durfte, habe ich also Zen-Meditation geübt für über ein Jahr, und zwar bei einem evangelischen Pfarrer in einer evangelischen Erwachsenenbildungsinstitution, dem Hospitalhof in Stuttgart. Dort hat dieser Mann uns in Zen eingeweiht, mit dem Wissen und der Duldung der evangelischen Kirche natürlich. Ja. Und ich habe auch Yoga schon gemacht und ich habe verschiedene Literatur gelesen über heidnische Meditation und weiß von daher ein bisschen über diese Dinge Bescheid. Also hier, diese Körperübungen sind ein ganz typisches Element, vor allen Dingen der östlichen Meditation, verschiedenster Schulen. Wie geht es da weiter? Da heißt es dann, er empfiehlt, man soll durch Gewichtsverlagerung und Kreisen seinen Stand finden, dann im Sitzen, dein Sitzen auf dem Platz zu spüren, wahrzunehmen, zu empfinden. Wie erlebst du deinen Sitz? Schließlich folgt die fernöstlich gut bekannte Atemübung. Nimm deinen Atem wahr, spüre deinen Atem, wie er kommt und geht. Ja? Und das ist der Einstieg in ein okkultes Erlebnis.
Es wird dann weitere solche Ratschläge geben wie: Atme mit deinem Atem alle Spannung, alles Unreine aus und jetzt atme Gottes Geist ein. Ja? Und das ist ein ganz typisch eine magische Übung. Ja? Das hat nichts mit biblischer Frömmigkeit zu tun, sondern hier wird versucht, über Körpertechniken letztlich andere Bewusstseinszustände zu erzeugen. Und das gelingt durchaus. Wer sich darauf wirklich einlässt, der kann was erleben. Nur es ist nicht der Geist Gottes, der da wirkt und dann Visionen oder Entrückungszustände bewirkt, sondern ein ganz anderer Geist. Und das sehen wir im Grund, wenn wir biblisch geprägt sind, schon an diesen seltsamen Dingen. Zum Beispiel empfiehlt dieser Kusch auch ein Körpergebet, mit dem Gottes Gegenwart erbeten werden soll. Und das sind auch fernöstliche esoterische Übungen. Da macht er den Rat, man soll sagen: Komm, Heiliger Geist, Handflächen öffnen, Arme gestreckt nach oben heben. Erfrische mich wie der Tau am Morgen, Handflächen nach innen drehen, vor dem Gesicht nach unten ziehen. Öffne mich, Arme in Schulterhöhe zu beiden Seiten ausstrecken. Erfülle mich, Hände, Handwurzeln überkreuzend auf das Herz legen. Forme mich, Handflächen senkrecht zueinander bewegen. Sende mich, Hände öffnen und nach vorne strecken. Also auch hier wieder ganz im Sinne zum Beispiel einer Yoga-Übung, man lädt die Geister ein, indem man ganz bestimmte vorgeschriebene symbolische Körperbewegungen macht. Kusch empfiehlt auch Gebetshilfen und hier sind wir bei dem Jesaja-Zitat mit dem hölzernen Bildnis. Er sagt, empfiehlt zum Beispiel ein hölzernes Kreuz, das man immer wieder anfassen soll. Eine Haselnuss, in der man Gott sehen soll. Das ist nach einer katholischen Mystikerin Juliana von Norwich abgekupfert. Die Meditation von Taizé-Liedern und Lobpreissongs, er empfiehlt es sich bekreuzigen, das Anzünden und Anschauen einer Kerze und das meditierende Betrachten von Ikonen und religiösen Bildern als Einstieg in eine vertiefte Begegnung mit Gott. Also das ist ganz typisch auch wieder für die heidnische Religiosität, dass hier materielle Hilfsmittel gebraucht werden. Ja? Wir erkennen Gott und beten Gott an im Geist und in der Wahrheit. Da brauchen wir weder ein Kirchengebäude, noch irgendwelches besonderes Licht, noch Weihrauch, noch Roben und irgendwelche lateinische Gesänge dazu, weil wir ja die Verbindung mit Gott als gläubige Christen haben. Ja, auf der Grundlage des Wortes durch den Geist. Aber der religiöse Mensch, der den Geist Gottes nicht hat, er braucht diese materiellen Hilfsmittel, um in ein religiöses Erlebnis hineinzukommen. Und das ist katholische falsche Spiritualität und Frömmigkeit. Interessant ist auch, dass er ganz klar so diese heidnischen Gebetstechniken befürwortet, unter anderem das mystische sogenannte Herzensgebet, das vor allem in der katholischen, in der orthodoxen Kirche praktiziert wird. Und dieses sogenannte Herzensgebet wird zum Beispiel auch von Rick Warren und Bill Hybels von der Emerging Church und allen möglichen abgefallenen evangelikalen Strömungen ganz besonders empfohlen. Wie geht dieses sogenannte Herzensgebet? Nun, man soll praktisch mit dem Atemrhythmus verbunden bis zu 1000 Mal am Tag sagen: Herr Jesus Christus, beim Einatmen und dann erbarme dich meiner beim Ausatmen. Ja? Und das wird wie ein Mantra benutzt. Ja, das wird so benutzt, wie eben die indischen Gurus, die Anhänger des Bhagwan, ihr Mantra 1000 Mal wiederholen, bis sie plötzlich den Verstand verlieren und in einen anderen Bewusstseinszustand überwechseln. Und genau so soll also dieser Satz immer und immer und immer wieder wiederholt werden, bis er sozusagen ins Unterbewusstsein kommt und ein Eigenleben annimmt. Und das soll die höchste Form des Gebets sein. Das Gebet, was letztlich auch nur noch automatisch ist und dann später sogar noch ohne irgendwelche Worte. Und das soll zu einer mystischen Vereinigung mit Gott führen. Also das alles ein evangelikales Buch, erschienen in einem evangelikalen Verlag, dem Brunnen Verlag. Ja, also eine Adresse, der immer noch viele vertrauen. Und das führt uns mitten hinein in Esoterik, New Age und tiefste katholische Finsternis. Also das heißt, wir haben Grund
aufzuwachen und aufzupassen. Das ist nicht mehr weit weg. Zu meiner Zeit, als ich Zen gemacht habe, war Meditation eine Spezialität von liberal-theologischen Pfarrern aus der ganz anderen Ecke, ja, die sowieso auch gerne gemeinsame Abendmahl feiern, mit Muslimen gefeiert haben und andere Religionen mit hineingenommen haben in ihre Gebete. Ja. Heute ist es bei den Evangelikalen angekommen. Ja. Die Exerzitien des Ignatius waren lange Zeit beschränkt eben auf die römische Kirche und dort selbst hauptsächlich auf die Jesuiten und bestimmte Kreise. Und jetzt werden sie zum Allgemeingut evangelikaler Pastoren und irgendwelcher Sucher nach Frömmigkeit. Das hat viel zu tun, auch mit der Arbeit von Aufatmen und Herrn Eggers, Ulrich Eggers, einem der schlimmsten Verführer eigentlich im evangelikalen Bereich, der eben diese Strömung der sogenannten neuen Spiritualität in Deutschland verbreitet hat. Wie so vieles hat sie ihren Ursprung in Amerika. Dort gibt es einen Mann namens Richard Foster. Interessant, er ist ein Quäker, da werden wir morgen noch etwas davon hören, von der Herkunft her. Also eigentlich ja, jemand, der einer Irrsekte angehört hat. Und er hat also eine breit angelegte Bewegung geschaffen, der sogenannten geistlichen Erneuerung durch Meditation und Mystik, durch die Einbeziehung buddhistischer und hinduistischer und vor allem römisch-katholischer mystischer Elemente soll der evangelikale Glaube vertieft werden. Die Frage ist, was kann dabei rauskommen? Kann das wirklich sein, dass solche Dinge eine Vertiefung des Glaubens bewirken? Ich möchte nur noch mal erwähnen, wer alles da hinter dieser Initiative Jahr der Stille und damit der Verbreitung von Mystik und Meditation steht. Die Evangelische Allianz in Deutschland, der Gnadauer Gemeinschaftsverband, Bund Freier Evangelischer Gemeinden, Jugendverband EC, Jugend für Christus Deutschland, Heilsarmee Deutschland, Willow Creek Deutschland, Kirche mit Vision Deutschland, Campus für Christus, Navigatoren, Bibellesebund. Plus einige charismatische Gruppen, geistliche Gemeindeerneuerung, Adoramus Gemeinschaft, die Deutsche Bibelgesellschaft, und die SELK, die Christusbruderschaft Selbitz, das Haus der Stille Gnadental, der Betberg von Pfarrer Wolfsberger. Das sind alles so Leute, die hinter dieser Initiative gestanden sind. Das sind nicht irgendwelche Nebenadressen im evangelikalen Lager, sondern das ist eigentlich das Zentrum. Ja? Also es ist so, dass diese Dinge wirklich massiv verbreitet werden und wir sollten als Gläubige ganz nüchtern prüfen, was wird uns da eigentlich so empfohlen? Ist das etwas, was wir annehmen können oder ist es etwas, was wir ablehnen müssen als gläubige Christen? Zunächst mal vielleicht auch der Versuch einer Begriffsbestimmung, auch unter Hilfenahme von Lexika. Was heißt denn eigentlich Mystik und was heißt Meditation? Diese beiden Hauptstichworte. Also Mystik ist abgeleitet von dem griechischen Wort mystikos, geheimnisvoll verborgen. Es ist verwandt auch mit Mysterion, eben diesem Wort für Geheimnis, das auch in Offenbarung 17 steht. Da heißt es Mysterion, Hure, Babylon, die Hure. Ja? Also das ist ein Geheimnis, ein Mysterion, die Hure, Babylon, diese falsch-religiöse, große Welteinheitskirche. Und mit der hat das Thema Mystik leider auch ganz massiv zu tun. Da werden wir zum Schluss noch dazu kommen. Also Mystikos, geheimnisvoll. Es bezeichnet geheime Riten und Kulte, die zur Verehrung verschiedener antiker Gottheiten im Altertum existierten. Mystik bezeichnet also im Wortsinn eine Geheimlehre, einen verborgenen Weg zur Erkenntnis einer Gottheit und zur Vereinigung mit der Gottheit. Also das höchste Ziel des Mystikers ist es, eine Gottheit zu schauen und umfassend zu erkennen und mit ihr eins zu werden. Bis zu dem Punkt, wo der Mystiker sagt, ich bin Gott und Gott ist ich. Ja, das ist das höchste Ziel der Mystik. In diesem Sinn gibt es mystische Orden, Lehrer und Übungen seit Beginn der Kultur, seit 5.000, 6.000 Jahren, seit eigentlich der Abfall des Menschen von Gott begonnen hat. Mystische Übungen sind uralt und in jeder Religion der Menschheit zu finden.
Wir haben also mystische Schulen bei den Schamanen der Naturvölker, bei den Yogis, bei den Zen-Mönchen des Buddhismus im Osten, aber auch die Islamisten, die Moslems haben ihre Mystiker, die sogenannten Sufis, und auch das Judentum hat seine Mystiker, nämlich die Kabbala und den Chassidismus, und dann bis hin zu den Eremiten und klosterähnlichen Gemeinschaften des Christentums, eben vor allen Dingen die katholische und die orthodoxe Kirche hat eine ganz starke mystische Tradition und Prägung. Der Duden, deutsches Universalwörterbuch, definiert den Begriff so: Form der Religiosität, religiöse Anschauung, bei der durch Versenkung, Hingabe, Askese oder Ähnliches eine persönliche, erfahrbare Verbindung mit der Gottheit, mit dem Göttlichen, bis zu einer ekstatischen Vereinigung gesucht wird. Das höchste Ziel der Mystik ist die Erfahrung des Einsseins mit der Gottheit, die oft als das ungeteilte All-Eine verstanden wird. Also der Begriff heißt Unio Mystica, ein lateinisches Wort, die mystische Einheit zwischen Gott und dem Menschen. Ja. Diese Gottheit wird in der Regel als unpersönlich, unzugänglich und unbegreiflich, als letztes, höchstes Sein verstanden und scharf von der äußerlichen Welt der Gegensätze getrennt. Für die meisten Mystiker ist die Welt letztlich eins mit Gott. Gott ist angeblich in allem und identisch mit allem. Also das ist der sogenannte Pantheismus. Alles ist Gott. Das ist zum Beispiel der Glaube der Hindus. Ja, die sagen, alles Sein, dieses Pult hier ist alles Illusion. Ich bin auch eine Illusion, du bist eine Illusion. Ja, alles ist eigentlich nur ein Ausfluss von Brahman und wir müssen das einfach erkennen. Dann haben wir uns selber aufgelöst und sind unsterblich geworden und göttlich geworden. Ja, das ist so ungefähr die Denkweise der östlichen Mystik. Aber wir finden in der katholischen, westlichen Mystik, vor allem zum Beispiel bei Meister Eckhart, ganz ähnliche Gedanken. Also wenn man Meister Eckhart liest, dann denkt man manchmal, das hat ein Hindu geschrieben oder ein Zen-Buddhist. Ja, also die sogenannte christliche Mystik, sie versteht meistens eben als Ziel die Vereinigung mit einem christlich verstandenen Gott und Christus, wobei auch viele christliche Mystiker Gott letztlich als unpersönlich bezeichnen, zum Beispiel Meister Eckhart oder auch Thomas Merton in jüngerer Zeit. Der Zustand der Einung als Aufgehen im Unbegreiflichen wird auch dort gefunden. Christliche Mystik geht ähnlich wie die Kabbala, der Sufismus und viele Yoga-Systeme davon aus, dass jeder Mensch im Innersten ein wahres Selbst habe, einen göttlichen Funken. Also wenn euch der Begriff begegnet, dann müsst ihr auch aufpassen. Göttlicher Funke. Was sagt denn die Bibel zu dem göttlichen Funken? Also die Mystiker sagen, in jedem Menschen wohnt im tiefsten Inneren seines Ichs Gott. Dort ist Licht und keine Finsternis. Dorthin muss ich mich versenken, in mich selbst hineinschauen, bis ich diesen Gott finde. Und dann bin ich erleuchtet, erlöst und religiös auf dem richtigen Weg. Was sagt die Bibel? In mir selbst, das ist in meinem Fleisch, ist nichts Gutes. Ja, die Bibel sagt, der Mensch ist verdorben bis auf den Grund und er braucht die Gnade Gottes, die Erlösung, den Glauben, die Bekehrung, bevor er Christus in sich haben kann. Und alle die Mystiker glauben, der Mensch hat von Natur aus einen göttlichen Funken und ein göttliches Selbst, das tiefere Selbst. Und das muss man finden. Und dafür die Bewusstseinstechniken, die Meditation, die Holzkreuze, die Ikonen, damit man sein tieferes Selbst angeblich finden kann. Versteht ihr? Und das müssen wir verstehen, diese falsche Religion, sie geht letztlich auf die Losung des Teufels zurück in 1. Mose 3, Vers 5. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet alles erkennen, ihr werdet sein wie Gott. Und das ist etwas, was der sündige Mensch in seiner Anmaßung liebend gerne ist. Er glaubt ja selbst, dass er Gott ist, sein eigener Gott. Das ist das Bekenntnis des humanistischen heutigen Menschen. Ich bin der Herr, mein Gott. Ich mache mir meine eigenen Gesetze. Ich brauche niemand im Universum. Und das ist letztlich das Versprechen der Mystik. Wenn du dich tief genug in dich selber versenkst und durch asketische Übungen oder Körperübungen dein Alltagsbewusstsein wegbringst, dann wirst du feststellen, ich bin schon längst Gott.
und dann bist du erlöst. Wir werden nachher noch drauf kommen, was da für Quellen auch für diese Irrlehren sind. Aber Tatsache ist, dass diese christliche Mystik eben in einer ganz ähnlichen Weise auch wie die heidnische Mystik ganz bestimmte Erlebnisse ihr eigen nennt. Das Vereinigungserlebnis, das sie anstreben, die Christlichen und die Nichtchristlichen, ganz genau gleich, wird als ekstatische Schau und körperlich, seelisch, geistiges Erlebnis verstanden. Ekstase heißt außer sich sein, dass also das Normalbewusstsein weg ist und man plötzlich ganz ungewöhnliche, starke religiöse Erlebnisse macht, die man sonst nicht kennt. Ja, so könnte man das vielleicht formulieren. Der Mystiker fühlt, dass er eins ist mit Gott und mit allem. Ja? Ich werde nachher noch ein Zitat vorlesen, wie das geht. Es ist im Grunde ein schreckliches Erlebnis, aber viele streben danach. Also was damit zusammenhängt, ist zum Beispiel auch Erfahrungen wie außerkörperliche Reisen der Seele, was auch im Spiritismus immer wieder bekannt wird, also dass der Mystiker sagt, ich habe hier meinen Körper liegen sehen, meine Seele ist hochgeschwebt und dann ist sie gereist in die Himmelsregionen oder nach Amerika, hat dort eine andere Seele besucht und ist wieder in den Körper zurückgekehrt. Also ein typisches okkultes Erlebnis, spiritistisches Erlebnis. Trance-Zustände, das heißt, dass man plötzlich überhaupt nicht mehr die Umgebung um sich wahrnimmt, sondern nur noch in irgendeinem inneren Erlebnis gefangen ist und der Körper ist erstarrt und regungslos. Man kann die Menschen nicht mehr ansprechen, wie bei Hypnose, sind einfach weggetreten. Sowas kommt also auch vor. Dann Begegnungen mit verschiedenen Geistwesen, Engeln und Dämonen, die als Mittler und Helfer oder auch als Lehrer auftreten können. In der katholischen Mystik sind es vielfach Maria und die Heiligen. Also in der katholischen Mystik sehen die Mystiker meistens irgendwie entweder Maria oder einen falschen Christus. Warum sage ich falscher Christus? Das ist auch wichtig. Übrigens auch bei den Marienschwestern, ganz typisch, die haben auch so eine Vision gehabt, so eine mystische. Und da ist ihnen der gekreuzigte, blutende Christus erschienen mit einer Dornenkrone. Und wenn wir jetzt mal ganz nüchtern biblisch prüfen, kann denn das sein? Der Herr Jesus verstellt sich ja nicht. Aber er ist nicht mehr am Kreuz, er blutet auch nicht mehr, er hat auch keine Dornenkrone mehr auf. Ja, wie der Herr in der Herrlichkeit wirklich aussieht, das hat uns der Apostel Johannes in Offenbarung 1 geschildert. Und alles, was da an frommen Visionen ist, vorzugsweise Christus, das Baby auf dem Arm der Maria, ja, das sind Lügen. Schon mal von vornherein ganz klar erkennbar. Falsche Christusse. Ja. Aber da laufen einem Schauer über den Rücken, ekstatische Freuden durchschauern einen und man denkt, jetzt habe ich es erreicht, jetzt bin ich auf dem Gipfel angekommen. Ja? Dem Gipfel der Verführung. Aber das haben die Mystiker nicht erkannt. Ja, also wie gesagt, Begegnung mit Geistwesen, Schweben, die Bewegung von Gegenständen, Hellseherei, alle diese Dinge, die letztlich aus dem Okkultismus bekannt sind, sind bei den Mystikern immer wieder regelmäßig aufgetreten. Bei katholischen und auch bei heidnischen Mystikern ganz gleicherweise. Der Weg zu einem Erleuchtungszustand geht in der Regel durch Reinigungsrituale, die von den Befleckungen und Einflüssen der sinnlich erfahrbaren Welt wegführen sollen, durch verschiedene Stufen des Strebens nach Erkenntnis, um schließlich zum höchsten Stadium des Gottes- oder Einheitsbewusstseins vorzudringen. Solche Stufenmodelle, meistens dreistufig, finden sich in der östlichen Mystik und auch bei den christlichen Mystikern. Also der typische mystische Stufenweg ist die Via Purgativa, der Weg der Reinigung, dann die Via Illuminativa, der Weg der Erleuchtung und dann Via Unitiva, der Weg der Vereinigung. Also erst muss man gereinigt werden, dann muss man die Erleuchtung suchen und dann kann man zur Vereinigung mit der Gottheit voranschreiten. Dieses Stufenmodell finden wir übrigens auch in manchen falschen Heiligungsgruppen. Ja, erst kommt die Bekehrung, dann kommt die völlige Durchheiligung und als dritte Stufe die Geistestaufe. Ja. Das ist so ein Beispiel, das ist letztlich nach dem Vorbild der Mystik geformt. Grundelemente der Mystik sind also Weltabgeschiedenheit und Askese, oft der Rückzug in Klöster oder Einsamkeit, das Eremitentum, irgendwo ganz alleine in der Wüste wohnen,
die Abtötung von Leibesbegierden durch Entzug von Nahrung und Schlaf, Selbstgeißelung, künstliche Selbsterniedrigung. Und das ist interessant, ich habe das jetzt ein bisschen studiert, zwischen den Mönchen des Buddhismus, des Hinduismus und der katholischen Kirche besteht da praktisch kein Unterschied. Sie machen alle dasselbe. Ja? Die Yogis zum Beispiel sitzen, kennt man ja, die Fakire, die sitzen auf Nagelbrettern, ja, um sich praktisch schmerzunempfindlich zu machen. Viele katholische Mystiker haben sich praktisch stachelige Eisenketten um den Körper, um den Leib gebunden. Johannes vom Kreuz zum Beispiel und Teresa von Avila waren solche Beispiele. Und die sind praktisch schon ins Fleisch reingewachsen von dem jahrelangen Gebrauch. Und einfach, um sich selber abzutöten. Völliger Unsinn. Ja, die Bibel sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und gestorben. Nicht, dass ich mich selber abtöten sollte. Ja, das können wir gar nicht. Aber dieser mystische Weg ist ein Weg der Selbstheiligung, der Selbstvervollkommnung. Und deswegen Gott ein Gräuel. Das ist der völlig falsche Weg. Absolut entgegengesetzt dem biblischen Glaubensweg. Ja, dann kommt dazu besondere Übungen zur Erlangung der Erleuchtung und eines höheren Bewusstseinszustandes. Oftmals sind es Techniken zur Auflösung des Normalbewusstseins oder gelenkte Fantasievorstellungen. Also man nennt es aktive Imagination, dass man sich bewusst etwas vorstellt. Das hat zum Beispiel auch Ignatius von Loyola angewandt. Er hat von seinen Übungsleuten gesagt, jetzt überlege dir mal, fühle du mal, du bist jetzt Christus am Kreuz. Wie fühlt es sich an, gekreuzigt zu sein? Die Schmerzen, der Schweiß, das alles. Fühle das an, höre den Spott der Leute. Versetz dich völlig da rein und identifiziere dich mit Christus in deiner Fantasie. Das ist natürlich eine Sache, wenn man das konsequent macht, dann kommt man auch wieder in spirituelle Irreführung, dass Geister einem irgendetwas vorgaukeln. Ja? Und das andere sind eben solche Techniken wie eben Mantra, Beten, ja, auch wieder im Heidentum wie in der christlichen Mystik, Meditationen, dass man sich versenkt vor einer Ikone, stundenlang so ein Bild anstarrt, ja, bis letztlich man rüberschnappt, sage ich mal. Ja. Auch das ist eben etwas, was zum Beispiel auch die Yogis und auch manche Zen-Schulen oder Meditationsschulen des Buddhismus befürworten. Und dann ist interessanterweise fast überall auch ein Element, die Unterordnung unter einen Meister, der praktisch den Schüler in die Tiefen der Geisteswelt hineinführen soll. Ja? Auch in dem Bewusstsein, dass also alle Mystiker sagen, es ist gefährlich. Man kann dabei den Verstand verlieren und irre werden und besessen werden. Ja? Wenn man nicht einen erfahrenen Geistesführer hat, dann sollte man sich gar nicht auf tiefere Meditation einlassen. Das sagen also sowohl die Yogis als auch die christlichen Mystiker. Ja, also das heißt, sie müssen im Grunde zugeben, dass sie mit der Finsterniswelt zu tun haben. Ja, Meditation, der zweite Begriff, gehört eigentlich als Teilbereich zur Mystik. Es ist eine Technik innerhalb der Mystik. Meditation kommt von dem lateinischen Wort meditari, nachsinnen, nachdenken. Also eigentlich etwas ganz Gutes. Die Bibel sagt, wir sollen über das Wort Gottes nachsinnen. Und wenn wir das in der richtigen Weise tun, dann kommt da eine große geistliche Bereicherung dabei raus. Aber Meditation hat inzwischen sich im Westen unter dem Einfluss des Buddhismus so stark auch als Begriff gewandelt, dass wir das eigentlich für das Nachsinnen gar nicht mehr verwenden können und dürfen. Meditation hat zum Beispiel als zweite Bedeutung im Fremdwörterduden folgendes: geistig-religiöse Übung, besonders im Hinduismus und Buddhismus, die zur Erfahrung des Innersten selbst führen soll. Also praktisch Meditation als ein Geistesweg zur Selbsterfahrung. Und da wird eben auch bestimmte Methoden angewandt. Ich zitiere nochmal aus einem Lexikon der östlichen Weisheitslehren, also ein esoterisches Lexikon, da heißt Meditation Sammelbegriff für eine Vielzahl von religiösen Übungen, die von der Methode her oft sehr verschieden sind, alle jedoch das gleiche Ziel haben, das Bewusstsein des Übenden in einen Zustand zu versetzen, in dem es zu einer Erfahrung des Erwachens oder der Erleuchtung kommen kann. Kontemplation ist ein anderer Begriff für Meditation, das heißt eigentlich Betrachtung, ist aber auch fast nur in diesem esoterisch
katholisch-mystischen Sinn benutzt. Also wenn wir hören von Kontemplation und Meditation, dann ist es auch so ein Begriff, der uns wachsam machen sollte. Ja? Dahinter steckt nicht biblischer Glaube, sondern eine falsche Vorstellung von mystischer Frömmigkeit. Die Methoden der Meditation, da gehören geistige Übungen zur Bewusstseinsveränderung dazu, zum Beispiel im Buddhismus Nachsinnen über Rätselsprüche, der Koran, Vertiefung in Bilder, Ikonen, Mandalas, das wiederholte Aufsagen von Gebetsformeln oder Mantras, ebenfalls völlig identisch eigentlich bei den katholischen und bei den heidnischen Mystikern, die aktive Vorstellung, dass man zum Beispiel Gottheiten imaginiert, sich vorstellt. Das macht auch der Hindu zum Beispiel, dass er sich irgendeine indische Göttin vorstellt und dafür hat er dann so ein Mandala-Bild, wo er diese Göttin immer vor Augen hat. Und so ähnlich macht es der christliche Mystiker mit einer Ikone. Ja, dann gibt es eben da auch Meditationshaltungen. Da ist zum Beispiel das gerade Sitzen, Zazen, also im Buddhismus, da muss man also ganz genau gerade sitzen und es sollte also hier praktisch die Linie des Rückens ganz genau eine gerade bilden. Man muss das Kinn einziehen und man muss auf seinen Atem achten, ja, und möglichst das Auge auf die Nasenwurzel richten, ja, so. Und das ist dann so ein Zustand, in dem man, wenn man das stundenlang macht, wie das also der Zen-Meditierende machen soll, das Ziel ist, dass man irgendwann seinen normalen Verstand verliert und mit irgendwelchen religiösen Erlebnissen überflutet wird. Ja? Und das funktioniert leider auch immer wieder. Ja? Dann eben Bewegungsübungen, meditativer Tanz. Ich habe mal Tai Chi gemacht. Das ist so eine chinesische Übung, die also tanzähnliche fließende Bewegungen verlangt. Dann wird da oft eben auch Atemübungen gemacht und Übungen, wo man sich auf eine innere Energie konzentriert, Prana, Chi oder Kundalini, je nach Schule, die angeblich in einem zirkuliert und einem spirituelle Erlebnisse ermöglicht. Ja? Die wird dann oft als ein brennendes Feuer empfunden, so ähnlich wie die Charismatiker bei der Handauflegung empfinden, dass es plötzlich ihnen heiß wird und sie ein Brennen empfinden, eine Kraft sie durchströmt, so ähnlich wird auch da eben oftmals eine Kraft, eine durchströmende Kraft erfahren, nämlich von einem dämonischen Geist. Also das Ziel der Meditation ist immer ein verändertes Bewusstsein, das zu einer Erleuchtungserfahrung führt. Die wird natürlich je nach Religion unterschiedlich gedeutet, aber es ist irgendwo immer eine Vereinigung oder ein Schauen der Gottheit gemeint. Ja, also das sind diese beiden Begriffe, Mystik und Meditation, die uns jetzt neuerdings eben auch in den Büchern sogenannter christlicher evangelikaler Autoren immer wieder begegnen, und zwar positiv, als Empfehlung. Und ich möchte mal sagen, sind zum Jahr der Stille, ich denke, so etwa 10, 12 Bücher erschienen, mindestens, und vorher schon welche und seither auch noch welche. Also das hat einen immer größeren Einfluss auch. Und viele Leute lesen das und sind sich gar nicht dessen bewusst, in welche Richtung sie da eigentlich beeinflusst werden sollen. Ja, was lehrt die Mystik und was lehrt die Bibel über Gott und den Menschen? Nun, bei Mystik und Meditation, wie gesagt, ist das Ziel, mit Gott eins zu werden, Gott zu schauen, Gott praktisch zu erleben, zu erfahren und sich mit ihm auf eine Stufe zu stellen. Was sagt denn die Bibel über das Verhältnis des natürlichen Menschen zu Gott? Ich möchte da nur mal aus dem Epheserbrief etwas lesen, aus Epheser 2 am Anfang, wie die Bibel die Situation des natürlichen Menschen sieht. Da heißt es: auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Und dann in Epheser 4, Vers 17 bis 19, auch noch etwas wenig Schmeichelhaftes über den natürlichen Menschen.
Da heißt es, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Also der natürliche Mensch ist verdorben, in ihm ist nichts Gutes. Er hat kein Licht in sich, auch keinen göttlichen Funken, auch kein göttliches Selbst, sondern er ist durch und durch ein egoistischer, fehlgeleiteter, ein Geschöpf, das in der Finsternis tappt und es letztlich unter der Leitung des Teufels steht. Das ist ein sehr pessimistisches Bild, aber das ist die Wahrheit. So sieht Gott den Menschen. Und wenn wir uns nicht auch so sehen und Gott recht geben, dann werden wir nie den richtigen Weg zu Gott finden. Also am Anfang des echten Erkennens Gottes steht das Eingeständnis des sündigen Menschen. In mir ist nichts Gutes, ich bin auf dem falschen Weg, ich habe kein Licht in mir, sondern ich brauche das Licht in Christus. Es ist außerhalb von mir und sonst gar nichts. Ja? Also das ist dieser große Gegensatz. Der natürliche Mensch versucht in der Mystik, sich zu Gott emporzuarbeiten. Und zwar vorzugsweise mit Askese. Er erkennt ein Stück, dass die Begierden, das Verstricken in das Alltagsleben ihn von Gott trennen, aber das geht ja nicht tief genug. Im Letzten trennt ihn die Sünde und der Hochmut und das Seinwollen wie Gott. Aber er sagt, wenn ich nur die Begierden loswerde, diese Verstrickung in die vielen verschiedenen Dinge des Lebens, wenn ich mich auf Gott ganz konzentrieren kann, dann bin ich erlöst. Ja. Und genauso versucht er das, dass er seine Begierden abtötet, sein Bedürfnis abtötet. Zum Beispiel die Zen-Meditation, da starrst du stundenlang auf einen Punkt an der Wand, auf eine möglichst leere Wand. Der Sinn ist, dass man sich nicht mehr mit den Dingen um sich herum beschäftigt, dass man nicht mehr die Vielgestalt der Welt sieht, sondern dass man irgendwo an den Punkt kommt, wo man sozusagen den Alltagsverstand ablegen kann. Ja? Dann hat man allerdings auch den Verstand verloren. Ja? Diese Leute sind oft im Grund Wahnsinnige. Ja? Sie können gar nicht mehr im Alltag leben, deswegen leben sie lieber in einem Mönchskloster. Ja? Also Auflösung des Alltagsbewusstseins, irgendwo versucht der Mensch durch Techniken oder durch Askese, durch Selbstgeißelung, durch Abtötung des eigenen Lebens zu Gott zu finden. Und das ist ganz klar, die Bibel sagt ganz deutlich, das ist überhaupt kein Weg zu Gott. Wir können das mal kurz im Kolosserbrief nachlesen, wo es da heißt, Kolosser 2, Abvers 20, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Also mit dieser Askese, mit diesem Mönchtum kommen wir überhaupt nicht zu Gott. Das ist etwas, was Luther dann irgendwo ganz tief erkannt hat, dass all seine Übungen zur Selbstkasteiung, die er fleißiger betrieben hat als die meisten anderen Mönche, dass die ihn letztlich nur noch weiter weggebracht haben von Gott und von seiner Gnade. Und das ist eigentlich auch das, was die Mystik völlig im Gegensatz bringt zu der biblischen Glaubensgrundlage. Die Bibel zeigt ganz klar, der Mensch braucht Jesus Christus als Mittler und er braucht die Erlösung, die Geburt von oben, damit er in eine Beziehung zu Gott kommen kann. Ohne diese persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus, ohne Bekehrung und Wiedergeburt, gibt es keine Gottesbeziehung. Wir können sie niemals auf irgendeinem anderen Weg bekommen, auch nicht durch Bewusstseinstechniken und schon gar nicht durch Askese und Selbstkasteiung. Ja? Wir können uns nicht vervollkommnen. Aber das ist das große Ziel des Menschen. In seinem Stolz, in seiner Selbstgerechtigkeit meint er, ich kann mich zu Gott emporarbeiten. Wenn ich mir nur genügend Mühe gebe, kann ich alles Böse aus mir selber herausläutern und herausreißen und kann in einen vollkommenen Zustand kommen. Das war das ernste Bestreben der Mystiker und Mönche in der Wüste. Und diese Leute waren radikal. Die haben Essen und Trinken verweigert zum Teil. Die haben wochenlang gelebt, ohne irgendetwas zu essen,
außer angeblich der Eucharistie. Ja, davon haben sie sich Wochen und Monate ernährt angeblich. Und es kann durchaus sein. Ja, es gibt auch Yogis, die also offensichtlich nach dem Rätsel der Mediziner monatelang nichts gegessen und getrunken haben und auf diese Weise existieren. Aber das ist dämonisch. Ja? Das hat mit biblischem Glauben und Gotteswirken überhaupt nichts zu tun. Also radikalste Selbstverleugnung. Diese Leute haben sich zum Teil selber eingemauert in Hütten in der Wüste, die absichtlich so niedrig waren, dass sie nur ganz verkrümmt darin hocken konnten und ihre Position fast nicht verändern konnten, sodass sie Gliederschmerzen hatten durch ihr stundenlanges Hocken. Die haben stundenlang in der Nacht sich den Schlaf verweigert und haben die ganze Zeit gebetet, ihre Atemgebete ausgestoßen, um Gott näher zu kommen. Also wenn Leute wirklich alles Mögliche getan haben, um Gott nahe zu kommen, dann waren das diese Eiferer. Und dennoch sagt die Bibel ganz klar, sie kommen eigentlich immer weiter von Gott weg. Mit jedem Bemühen der Selbstverbesserung entfernen wir uns weiter von der Gnade Gottes, denn die ist daran gebunden, dass wir ganz ehrlich zugeben, ich bin verdorben, an mir ist nichts Gutes. Ich bin ein hoffnungsloser Fall, wenn nicht der Herr Jesus alles für mich tut. Ja, das ist der große Unterschied. Ja, und dann, was für ein Gott ist denn das? Der große Betrug, der heute auch die Evangelikalen verführt, ist die Behauptung, dass letztlich der Gott der Mystiker derselbe Gott sei wie der Gott der Bibel. Und das stimmt absolut nicht. Wenn wir uns einmal die Mystik anschauen, dann sehen wir, dass da ein ganz anderes Gottesbild entsteht. Im Grunde ist es auch wieder erstaunlich, dass die westliche und die östliche Mystik im Kern darin einig sind. Der höchste Gott der Mystiker ist angeblich ein völlig unpersönliches All-Eines, in dem Gut und Böse, Licht und Finsternis, Wahrheit und Lüge alles zusammenfließen und alles zusammengefasst ist. Das ist der Gott Platons, das ist der Gott der Mystiker, auch der katholischen Mystiker, vieler jedenfalls, und das ist auch der Gott des Hinduismus und des Buddhismus. Letztlich eine unpersönliche Existenz, und interessant ist, dass viele Mystiker, auch Christliche, sagen, der Gott, den wir erlebt haben, der wohnt in der Finsternis. Ist doch interessant. Da haben sie tief recht. Aber wo wohnt denn der Gott der Bibel? Er wohnt im Licht. Er wohnt nicht in der Finsternis. Von dem Gott der Bibel heißt es ganz klar, dass er nur gut ist und dass nichts Böses in ihm ist. Der Gott der Mystiker ist sowohl gut als auch böse. Ja? Er ist beides. Und das ist der Satan, ja, der sich hier als höchste Gottheit in der Mystik aufschwingt über den Gott der Bibel. Die christlichen Mystiker sagen, alles, was du noch mit einem Begriff benennen willst, das sagt zum Beispiel Meister Eckhart, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist noch nicht der wahre Gott, sondern der wahre Gott ist sozusagen hinter Vater und Sohn und Heiliger Geist noch ein höheres Wesen, und das ist Licht und Finsternis, Gut und Böse, alles zusammen. Ja, und damit wissen wir, das ist eine Teufelslehre. Und dieser Mann war vom Teufel inspiriert und nicht von dem Gott der Bibel. Allerdings müssen wir da ganz klar drüber sein, das, was die Bibel lehrt, das meint sie auch. Und das ist die Selbstoffenbarung des wahren Gottes. Und alles, was anders lautet, wie das, was die Bibel über Gott sagt, das müssen wir zurückweisen. Ja, sonst landen wir im Irrgarten der Geisterverführung. Und der Teufel kann sich uns als falscher Gott anbiedern. Ja? Also wenn wir biblisch prüfen, der Gott der Mystiker ist niemals der Gott der Bibel. Der Gott der Mystiker ist letztlich auch der Gott, der alles ist. Also die Mystiker haben so eine Lehre. Am Anfang war nur Gott der Alleine, und aus ihm haben sich dann die verschiedenen Gegensätze gebildet. Und auch die Wirklichkeit, das Geschaffene ist kein Geschaffenes, sondern einfach ein Ausfluss Gottes. Also der Mystiker sagt, dieses Holz ist Gott, dieses Mikrofon ist Gott, diese Blume ist Gott und ich bin auch Gott. Ja? Das ist das tiefste Bewusstsein der Mystiker, und das ist eine teuflische Irrlehre. Ja? Die Bibel sagt ganz klar, es gibt einen allerhöchsten Gott, der nur Licht ist und niemals Finsternis, nur gut und nicht böse, und er hat die Dinge, die wir hier sehen, und auch uns geschaffen. Das heißt, wir haben eine unabhängige Existenz in gewisser Weise,
von Gott. Wir sind nicht Gott, sondern wir sind Geschöpfe Gottes und noch dazu entfremdet durch die Sünde. Ja? Gott wohnt nicht in uns von Natur aus. Ja? Gott wohnt erst in uns, wenn wir uns bekehrt haben und dem Herrn Jesus als Herrn angenommen haben. Ja? Und dieses Holz ist nicht Gott, sondern das ist Holz. Ja? Versteht ihr? Das ist ein Riesenunterschied. Deswegen kann ein Mystiker einen Baum umarmen und sagen, jetzt habe ich ein spirituelles Erlebnis gehabt. Ja? Ja? Ich kann den Baum anbeten, weil der Baum ist genauso Gott wie der Stein oder der Mistkäfer, der da drüber krabbelt. Ja? Deswegen haben die Ägypter den Mistkäfer als einen ihrer höchsten Götzen gehabt. Ja? Also dieses mystische Weltbild ist zutiefst teuflisch und widergöttlich und es widerspricht der Bibel radikal. Aber genau dieses Weltbild wird jetzt von Evangelikalen in christliche Kreise hineingetragen über diese mystische Literatur. Ja? Es ist nicht der Gott der Bibel, sondern es ist ein absolut anderer Gott. Das sehen wir auch daran, dass die heidnischen und die christlichen Mystiker alle miteinander das Wort Gottes ablehnen bzw. abwerten. Das ist ganz interessant. Also in der Gegnerschaft zur Bibel sind sich alle Mystiker einig. Das ist auch klar. Weil die Bibel sagt ja, im Wort Gottes hat sich der lebendige Gott offenbart. Im Wort können wir ihn erkennen und sonst gar nirgends. Ja? Letztlich ist es auch die Nagelprobe. Der Mystiker sagt, wenn ich in mich hineinschaue und in mich hineinhorche, dann erfahre ich dort Gott. Dann steigt Gott Göttliches aus mir hervor. Und ich kann Gott schauen und fühlen und erkennen. Da brauche ich keine Papierbibel dazu. Ja? Das äußere Wort, das ist für mich uninteressant. Der Mystiker wartet auf ein inneres Wort. Und dieses innere Wort ist ihm Gott. Ja? Und das ist also ganz typisch, auch die christlichen Mystiker, die haben zwar die Bibel nicht formal abgelehnt, aber sie haben etwas ganz Raffiniertes gemacht. Seit Origenes, einer der Begründer der Mystik, einer der schlimmsten Irrlehrer der katholischen Kirche, ja, Origenes hat die Christen verleitet, die katholische Kirche, die Bibel nur noch symbolisch oder allegorisch zu deuten. Und damit sind alle realen Aussagen der Bibel letztlich uninteressant. Man muss den mystischen Sinn dahinter entdecken. Also der reale Sinn, der interessiert nicht, dass Gott zum Beispiel das Volk zur Buße ruft, das interessiert mich nicht. Ich muss mich fragen, was ist denn der geheime mystische Sinn, den mir der Geist in mir offenbart, wenn ich dieses Bibelwort lese. Ja, und das ist dann natürlich was ganz anderes als Buße, das kann uns klar sein. Versteht ihr? Also in dem Moment, wo man sagt, die Bibel ist so ein äußerliches Wort und als äußerliches Wort ist es eigentlich überhaupt nichts wert. Ich kann es nur richtig annehmen, wenn ich den mystischen Sinn dahinter irgendwo geoffenbart bekomme durch meine Geister. In dem Moment ist die Bibel auch ausgeschaltet aus dem Leben der Mystiker. Ja? Sie hat, so wie sie ist, nichts zu sagen. Und genau das ist das Ziel des Teufels. Ja? Dass das innere Wort und die Geistesoffenbarung über dem Bibelwort steht. Und das ist also ein Grundkennzeichen aller Mystik. Aber der Gott, der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, er hat geredet im Sohn und er hat geredet in seinem Wort. Ja. Und wir können Gott nicht anders erkennen als darüber, wie er sich selber geoffenbart hat. Nun, die Mystik sagt im Grund, es gibt einen Weg an Christus vorbei zu Gott, nämlich über diese mystische Erkenntnis, über Meditation und Askese, kann ich mich zu Gott aufschwingen. Wenn das stimmen würde, dann hätte das ganze biblische Evangelium keinen Wert. Der Herr Jesus sagt ja, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das bestreiten die Mystiker, auch die Christlichen letztlich. Heute ganz offen, also bestimmte katholische Mystiker wie Thomas Merton oder Henry Nouwen oder Williges Jäger, die sagen ganz offen, es gibt viele verschiedene Wege zu Gott. Die Buddhisten und Hinduisten sind genauso bei Gott und sind genauso angenommen. Jeder Mensch ist letztlich in Gemeinschaft mit Gott. Ja? Also die vertreten eine Allversöhnung. Und das ist nur konsequent nach den Irrlehren der Mystik. Ja? Es gibt keine Erlösung. Auch das ist ganz wichtig. Es gibt für den Mystiker keine Sünde. Die Sünde ist, dass man sich in die Vielheit der Erscheinungen verliert und die Rettung besteht darin, dass man sich sammelt und konzentriert auf Gott.
auf den mystischen Gott. Ja. Aber das ist kein Rettungsweg. Ja. Die Erlösung des Blut des Lammes, das Opfer für Sünden, hat für einen Mystiker keinen Platz. Und deswegen zum Beispiel auch katholische Mystiker haben, seit sie offen reden können, ganz klar das Sühnopfer abgelehnt und gesagt, das ist völlig falsches Denken, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, das stimmt doch alles gar nicht. Ja, also da könnte ich Zitate bringen, ich kann es jetzt nicht anbringen, aber es ist ganz klar, die Mystik lehnt das Sühnopfer ab und natürlich auch den Glauben als einziger Weg zur Errettung. Das würde ja sie völlig zunichte machen. Sie wollen ja schauen, da werden wir morgen davon reden, ja? Sie wollen schauen statt zu glauben. Sie sagen, ich kann unmittelbar mit Gott eins werden und mich aufschwingen zu Gott, dazu brauche ich keinen Glauben. Glaube ist was für kleine Kinder. Ja. Glaube ist was für die Primitiven, die sich nicht geistig aufschwingen können zu Gott. Das Ziel der Mystiker ist letztlich das Ziel der Schlange, zu sein wie Gott. Das war letztlich auch die Rebellion des Teufels selber. Er wollte sich Gott gleichsetzen, wollte sich selber zum Gott machen. Und dieses Gift hat er dem sündigen Menschen eingespritzt. Und deswegen ist die höchste Religion des Menschen ist seine Selbstvergottung. Und genau das betreibt die Mystik. Und auch zum Beispiel ganz offen die Wüstenväter und diese Anfangstheoretiker der katholischen Mystik haben ganz offen davon geredet, dass der Mystiker vergottet wird, dass er zu Gott wird. Wenn er denn dieses Stadium der Erleuchtung und der Vereinigung erreicht hat, dann wird er vergottet. Also die haben sich nicht geschämt, die Lüge der Schlange ganz offen zu propagieren. Ja? Und da müssen wir zurückschrecken. Wir werden niemals verschmolzen sein und eins sein mit Gott. Ja? Es wird immer einen personalen Unterschied geben zwischen uns und zum Beispiel dem Herrn Jesus Christus. Auch wenn wir einmal gleichgestaltet sein werden und ihn sehen werden, wie er ist, dann sind wir nicht er und er ist nicht wir, sondern wir haben Gemeinschaft miteinander. Das ist das biblische Ziel. Ja? Aber diese heidnischen, teuflischen Mystiker, die sagen, ich bin Gott und Gott ist ich. Und das ist die Falschreligion der Schlange. Ja? Überhebung, Anmaßung, sich selber zu Gott aufschwingen wollen, das steckt im Letzten hinter der Mystik. Und ich möchte nur mal so ein Erleuchtungserlebnis, das also der Willigis Jäger, so ein katholischer Mystiker, weitergegeben hat, von einem seiner Schüler mal vorlesen, damit ihr seht, was für ein Wahn hinter dieser Mystik steht. Also das Erleben eines Erleuchteten. Die Welt ist zusammengebrochen. Kein Innen, kein Außen, keinen Himmel, keine Erde. Ich bin nichts, keine Person, kein Mensch, nur Geist. Geist in dieser Bewegung des Schreibens. Das ist es, nur das, nur der Strich und nicht mehr. Ich bin das Einzige im Himmel und auf Erden. Es ist das Einzige im Himmel und auf Erden. Es ist das Einzige im raumlosen Raum, überall, jederzeit, jetzt und nirgendwo. Nur das. Bäume und Häuser haben keine Farben und Formen mehr. Glasklar, ohne Gefühl, wunderbar. Nur das Ticken der Uhr, tick, tick, tick. Kein Unterschied zwischen ihr und mir. Wem soll ich danken? Ich bin es. Bin es. Bin. Nur sein, keinen Augenblick versäumen, eine neue Dimension jenseits vor Raum und Zeit. Nur dies, dieser Augenblick, hier und jetzt. Das ist also diese angebliche Gotteserfahrung dieses Meditierenden. Ja? Und wir sehen hier, er hat sich aufgelöst. Ja? Er weiß nicht mehr den Unterschied zwischen sich und der Wand und der Uhr. Er denkt, er sei Gott und Gott sei er und alles ist eins. Er hat den Verstand verloren. Ja, im Grunde, wenn man das nachforscht, sind es genau die Erfahrungen von Psychotikern, von Schizophrenen und von Leuten, die im Drogenrausch sind. Ja? Es ist im Grunde eine Entgrenzung. Der Teufel hat ihn so verwirrt, dass er meint, er sei Gott und sei identisch mit Gott. Und das ist im Grunde keine Befreiung, keine Erhöhung, sondern die tiefste geistige Verwirrung und Gefangenschaft, die man nur überhaupt haben kann. Und niemand ist weiter von dem lebendigen Gott und seiner Gnade entfernt, wie jemand, der meint, er sei schon Gott. Ich glaube, das verstehen wir. Ja? Das ist also eine katastrophale satanische Verführung, in die die Mystiker hineingeführt werden, wenn sie wirklich ernst machen mit ihrem Meditieren. Ja?
Das passiert normalerweise nicht jedem, der da mal hinsitzt und in eine Kerze starrt. Ja? Dafür muss man schon weiter auf diesem Weg gehen. Aber es gibt Menschen, die in solche Erfahrungen hineinkommen und im Grund sind sie sowohl wahnsinnig als auch verblendet. Ja? Und das ist das ganze Gegenteil vom christlichen Glauben. Aber genau diese Techniken und diese Ideologie wird von führenden Evangelikalen jetzt in das biblische Glaubensleben hineingeschmuggelt und hineingebracht. Nun, ich möchte noch einmal ganz kurz auch auf die biblischen Lehren eingehen, die sich mit der Mystik kritisch auseinandersetzen. Zunächst mal müssen wir sehen, dass die Mystik, die christliche Mystik vor allen Dingen sehr starke Verwandtschaft mit der Irrlehre der Gnosis hat. Gnosis heißt ja Erkenntnis. Die Gnostiker haben im Grund gesagt, jeder Mensch hat einen göttlichen Funken, er ist sozusagen ein Geschöpf Gottes, das sich verirrt hat, nicht durch Sünde verdorben ist, sondern sich verirrt hat. Und wenn es praktisch diesen göttlichen Funken ernst nimmt und Gott wahrhaft erkennt im Lichte dieses Funkens, dann ist es wieder eins mit Gott und zurückgekehrt zu Gott und er ist dann praktisch erlöst und eigentlich als Gott über allem. Ja? Und das ist eine Lehre gewesen, die sich ganz früh in der Gemeinde schon festgesetzt hat. Da gab es also Gnostiker, die kamen sicher aus dem Heidentum und Judentum, die haben sich scheinbar bekehrt und haben in den Reihen der Gemeinde ihre Irrlehren verbreitet. Jedenfalls sind mehrere Briefe des Neuen Testaments ausdrücklich auch gegen die Gnosis geschrieben worden, vor allen Dingen der Kolosserbrief und der erste Johannesbrief. Ja? Die Gnostiker haben also auch den Herrn Jesus als Erlöser abgelehnt. Sie haben gesagt, Christus war niemals Mensch geworden. Ja? Das Wort kann nicht Fleisch werden. Christus wurde von ihnen verstanden als ein geschaffenes Engelwesen und er hätte sich nur mit dem Menschen Jesus für eine Zeit verbunden. Das sind zum Beispiel Dinge, die heute auch das New Age lehrt. Ja? Und die Gnosis war im Grunde so eine Frühform vom New Age, kann man sagen. Ja? Also die Leute haben die Erlösung, die Menschwerdung Christi geleugnet. Sie haben letztlich auch die ganze biblische Glaubenslehre und den Weg der Rettung durch Glauben verleugnet. Sie haben praktisch gesagt, wir haben die überlegene Erkenntnis und Einsicht Gottes und durch diese Einsicht, durch diese Gnosis, durch diese Erkenntnis sind wir bereits vergottet. Und die Folge war bei vielen Gnostikern und auch bei vielen Mystikern, dass sie gesagt haben, als Vergotteter kann ich tun und lassen, was ich will. Ich bin keinen Geboten und menschlichen Regeln mehr unterworfen. Deswegen finden wir verschiedenen Richtungen der Mystik unter den höchsten Mystikern ganz hässliche Sündenfälle. Ja? Unzucht, Ehebruch, hurerisches Beziehungen untereinander. Ja? Ganz üble Dinge, weil die Leute gesagt haben, ja, ich stehe über dem Gesetz. Ich stehe über der Moral. Ich bin ja schließlich Gott und ich kann ja selber die Regeln machen. Ja? Also so verblendet waren die, dass sie gesagt haben, für uns gelten gar keine Gebote mehr. Wir sind darüber hinweg. Das ist auch eine ganz gefährliche Haltung, die wir immer wieder auch in der Geschichte, auch in der christlichen Geschichte wiederfinden bei so Sekten und bestimmten Gruppen. Ja? Also die Gnostiker haben im Grunde eine ganz üble Irrlehre gebracht, die im Grunde ganz verwandt ist eben mit der Irrlehre der Mystik. Und da finden wir im Kolosserbrief einige ganz wichtige Stellen, Aussagen. Ich lese mal Kolosser 2, ab Vers 4. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trügschlüssen verleitet. Und dann geht es weiter, Vers 6. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Und dann Vers 18, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Also diese Dinge waren damals schon da, im Ansatz, und der Geist Gottes hat davor gewarnt, dass wir uns nicht auf diese Irrwege einlassen. Und dennoch, genau diese Irrwege werden heute
wieder als Königsweg zu tieferer Frömmigkeit propagiert. Es wird heute gesagt, Paulus war ein Mystiker. Dabei wird angespielt auf sein Erlebnis, vor allen Dingen auch auf das Erlebnis, das er in 2. Korinther 12 schildert, wo er in den dritten Himmel entrückt wurde. Aber es ist eines ganz klar, Paulus war in keinster Weise ein Mystiker. Er selber hat gelehrt, was wir morgen betrachten werden. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Es ist interessant, dass er nicht berichtet, dass er im dritten Himmel den Herrn Jesus oder Gott gesehen hätte. Er hat nur die Herrlichkeit dieses dritten Himmels gesehen und er durfte darüber auch gar nichts sagen. Ja? Auch der Apostel Johannes war kein Mystiker in dem Sinn, auch wenn er gewürdigt wurde, den verherrlichten Herrn Jesus Christus tatsächlich zu sehen, wie er im Himmel zur Rechten Gottes ist. Ja? Sie haben diese Dinge nicht gesucht, sie haben nicht meditiert und sich durch Askese irgendwo zu Gott hinaufarbeiten wollen, sondern sie waren Apostel, denen Gott von sich aus gewisse Offenbarungen gewährt hat, um uns durch sein Wort zu lehren und Erkenntnis weiterzugeben. Ja, das war der einzige Grund. Ja, und wenn wir dann anschauen, wo sind eigentlich diese Quellen der christlichen Mystik, dann finden wir die Grundquelle genau die Irrlehre der Gnosis und diese gnostischen Praktiken und gnostischen Schulen, die teils außerhalb, teils innerhalb dieser apostolischen Gemeinden aufgekommen sind und die von den Aposteln energisch bekämpft wurden. Dann interessanterweise eine weitere Quelle ist die platonische Philosophie. Ich kann da nicht so näher drauf eingehen, aber Platon selber war auch wohl ein Mitglied eines Mysterienkultes, eines heidnischen, und er hat Theorien über das Erkennen Gottes verbreitet, die mit der Gnosis verwandt waren und die ganz stark über den sogenannten Neuplatonismus auf die christliche Mystik gewirkt haben. Ja? Also genau dieses, dass man eins werden kann mit Gott durch Erkenntnis, das ist auch stark von dem Neuplatonismus her. Und das Dritte waren die heidnischen Mysterienkulte, also geheimnisvolle Religionen, die durch Rituale, durch bestimmte Erlebnisse die Menschen in ein mystisches Erleben Gottes hineinbringen wollten. Da gab es so Initiations-, so Einweihungsriten, wo die Leute dann in irgendeine dunkle Höhle geführt wurden und dort mussten sie allerlei Mutproben bestehen und dann haben sie ein helles Licht gesehen und ein Bild einer Gottheit, das ihnen da vorgeführt wurde und sie wurden durch allerlei erschütternde Erlebnisse gebracht und zum Schluss waren sie dann Eingeweihte und durften der Gottheit dienen. Ja. Also da waren auch solche heidnischen Dinge, die eben auch angedeutet sind in dem Namen der Hure Babylon, Mysterion Babylon. Und es gibt also glaubwürdige geschichtliche Hinweise, dass eben diese Mysterienreligion tatsächlich auf Babylon, auf Semiramis und die Anfänge der babylonischen antigöttlichen Kultur zurückgehen und sich von dorthin ausgebreitet haben, bis nach Ägypten und Griechenland. Ja, also diese Dinge waren eigentlich die Wurzeln der sogenannten christlichen Mystik. Am Anfang der christlichen Mystik standen Irrlehrer, die von der Gnosis beeinflusst waren, Clemens von Alexandria und Origenes und dann auch Augustinus, ein Irrlehrer, der sehr großen Einfluss hatte und der als Vater der Mystik auch angeführt wurde. Und diese Tradition hat sich dann weiterentwickelt über das Klosterwesen, über die Mönche und Nonnen vor allen Dingen, die fast alle Mystik praktiziert haben. Das heißt, sie haben Gebetsübungen gehalten, sie haben gefastet und asketische Übungen gemacht, um Gott nahe zu kommen, um Gott zu erkennen. Das war ja auch dieser Trip, auf dem der Luther war, bevor er gläubig wurde. Ja? Dass er sich selber mit allem Ernst kasteit hat und kaputt gemacht hat, um Gott nahe zu kommen. Er wollte die Sünde in sich töten und war ehrlich genug festzustellen, dass sie immer stärker wurde. Ja? Und das war seine Hilfe, dass er das erkannt hat und dass er gemerkt hat, so komme ich nie zu Gott. Und dann hat er den Weg des Glaubens durch Gottes Gnade aus dem Wort Gottes, aus dem Römerbrief erkennen dürfen. Ja? Also diese mönchische Frömmigkeit ist letztlich dann auch eben stark als christliche Mystik herangewachsen über die Jahrhunderte. Ich
möchte nur ein paar Namen nennen: Bernhard von Clairvaux, Franz von Assisi, Meister Eckhart, Nikolaus von Kues, Ignatius von Loyola, Johannes vom Kreuz, auch Frauen, Katharina von Siena, Teresa von Avila, Hildegard von Bingen. Es waren alles Mystikerinnen, Frauen, die auch dämonische Offenbarungen hatten, die als Prophetinnen auftraten, die zum Teil ekstatische Verzückungen hatten und geschwebt sind über dem Boden und lauter solche Sachen. Ich könnte vieles erzählen, wenn du mal die Geschichte lest. Der Rudi Holzhauer hat in seinem lesenswerten Buch Verführungsprinzipien so ein paar Lichtpunkte da gesetzt und ein paar Dinge aufgedeckt. Es ist im Grund, liest sich wie ein Lehrbuch des Spiritismus und Okkultismus, ja, was da passiert ist. Aber es hatte den Schein einer hohen Frömmigkeit. Und viele, auch Evangelische, sind auf diese Dinge reingefallen. Da werden wir morgen Nachmittag noch davon hören. Ja, und nun ist es so, dass diese Dinge bei uns heute eingeführt werden sollen. Ja, ich lese mal nochmal, was da auch ein Herr Gerland geschrieben hat, Pfarrer für Meditation, in einer Publikation zum Jahr der Stille. Ich lade Sie zu einer Übung ein, die Ihnen helfen will, zur Stille zu kommen und sich dem Geheimnis der Gegenwart Gottes zu öffnen. Suchen Sie sich einen stillen Ort in Ihrer Wohnung oder in einer Kirche. Zünden Sie eine Kerze an. Bevor Sie sich auf Ihren Platz niederlassen, beginnen Sie in den Knien zu wippen, zunächst langsam und dann immer heftiger, bis der ganze Körper in eine Schüttelbewegung kommt. Streifen Sie mit den Händen den Körper ab und hauchen Sie alle verbrauchte Luft aus. Führen Sie die Handflächen zusammen und verneigen Sie sich vor dem Geheimnis der Gegenwart Gottes. Nehmen Sie Ihren Atem wahr, wie er kommt und geht, ohne ihn zu verändern. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Ausatmen. Legen Sie in das Ausatmen alle innere Unruhe und lassen Sie mit dem Atem abfließen. Lassen Sie nun in die Stille mit jedem Atemzug, in sich einströmen. Wiederholen Sie die Worte mehrfach leise im Innern. Hin zu Gott ist Stille meine Seele. Lauschen Sie in diese Stille. Gott ist da und Sie sind da. Verweilen Sie, ruhen Sie in seiner Gegenwart, solange es Ihnen möglich ist. Öffnen Sie langsam wieder die Augen, lösen Sie sich aus der Meditationshaltung, führen Sie Ihre Hände vor der Brust zusammen und verneigen Sie sich vor der Gegenwart Gottes. Das soll angeblich spirituelle christliche Frömmigkeit sein. Ja? Wenn man mal Yoga und Zen geübt hat, dann sieht man, das sind alles Versatzstücke aus heidnischer, okkulter Meditation. Ja? Es geht darum, die Leute in ein anderes Bewusstsein zu führen, wo sie finsteren Geistern begegnen. Und das ist eine reale Gefahr, dass Menschen durch solche mystische Übungen wirklich unter den Einfluss von Dämonen kommen. Eine andere solche mystische Übung, die habe ich selber auch bei Charismatikern kennengelernt, ist, dass die Leute sagen, machen Sie sich selber ganz leer, werden Sie ganz still und die Gedanken, die jetzt in Ihr Bewusstsein kommen, die sind das Reden Gottes. Schreiben Sie sie auf und befolgen Sie sie. Also wenn es einen Weg gibt, wie man den Verstand verlieren und in Irrtümer kommen kann, dann ist es genau das, ja? Dass man in sich selber reinhört und still wird und dann jeden Gedanken als Gottes Botschaft nimmt, der aufsteigt. Ja? Versteht ihr? Die Leute begeben sich bewusst unter den Einfluss von Dämonen. Die werden verleitet, Geisteroffenbarungen zu glauben und zu folgen und auf ein inneres Wort, ein inneres Reden Gottes zu hören, was angeblich an sie ergeht, wenn sie so meditieren. Und letztlich wird damit das Bibelwort immer mehr zur Nebensache und sie werden gesteuert von diesen Geistern. Und das ist eben die ganz große Gefahr, die besteht, wenn hier diese heidnische Meditation bei uns eingeführt wird. Erstens einmal, das Grundelement des biblischen Glaubens wird zerstört, nämlich die Orientierung auf das Wort Gottes und auf den Herrn Jesus Christus als den einzigen Mittler. Der Glaube ist eben gerade nicht Schauen und Fühlen und Spüren. Der Glaube erwartet nichts von sich selbst, vom Reinhören in das eigene Herz und die Tiefen der eigenen Seele, sondern der Glaube erwartet alles von Christus, der da zur Rechten Gottes in der Höhe ist. Und das sind genau diese Irrtümer, die letztlich eine falsche Religion, ein falsches Christentum mitten unter den Evangelikalen und in den einstmals bibeltreuen Gemeinden mit hervorbringen soll.
Und ich denke, und das möchte ich zum Abschluss noch einmal kurz skizzieren, dass das nicht umsonst ist, dass gerade in dieser Endzeit die Mystik und katholische Elemente heidnischer Frömmigkeit immer mehr um sich greifen, auch im evangelikalen Bereich. Der Teufel arbeitet ganz konzentriert daran, auch die ehemals bibelgläubigen Christen in die römische Kirche und in die ökumenische große Einheit der Hure Babylon mit hineinzunehmen. Ja. Und es ist ganz klar, über Lehre ist es nicht möglich. Die Charismatik ist ja auch eine Nebenform der Mystik, ja, wo es um Erlebnisse geht, um Geisterfahrungen, um solche Dinge, die letztlich die Menschen vom Wort wegführen. Da kann man die Menschen auch nach Babylon bringen. Ja, und das, die Mystik, dass die hier so weit ausgebreitet wird, und das wird in Zukunft mit Sicherheit noch zunehmen, das ist ein Teil der Bemühungen des Widersachers, die große Hure Babylon aufzubauen. Diese Welteinheitskirche, in der dann auch alle Religionen gleichberechtigt nebeneinander stehen werden, wo das Glaubensbekenntnis ist, es gibt viele Wege zu Gott. Ja? Viele verschiedene Wege führen zum Gipfel, aber am Gipfel treffen sie sich alle. Ja? Das ist das Bekenntnis der heutigen ökumenischen Weltbewegung. Das ist die Grundlage für den sogenannten Dialog mit den Weltreligionen. Und man möge mal hinhören, auch die Evangelische Allianz hat schon längst angefangen, den Dialog mit dem Islam zum Beispiel zu führen. Ja? Die katholische Kirche macht es ja schon ganz lange. Und die Ökumenische Weltrat der Kirchen macht es auch schon lange. Aber jetzt fangen die Evangelikalen immer mehr mit diesem Dialog an. Und diese Art zu denken wird durch die Mystik ganz massiv gefördert. Ja? Die Erfahrungen sind gleichartig. Das ist wie mit den katholischen und evangelischen Charismatikern. Beide reden sie in Zungen, beide erleben sie Geisterdurchströmungen. Und so sagen sie, was gibt es noch für einen Unterschied zwischen uns und unseren katholischen Brüdern? Wir sind alle eins im Geist. Und genauso, wenn jemand durch diese Mystikerfahrung geht, dann wird sein geistlicher Verstand verfinstert und er empfindet es so, dass der Gott, der sich ihm offenbart, eigentlich dasselbe ist wie der Gott der Buddhisten. Und das stimmt, weil es ist in beiden Fällen der Satan und nicht der wahre biblische Gott, der sich da offenbart. Die Erfahrungen sind tatsächlich gleichartig und diese Lehren sind tatsächlich verwandt. Aber alles miteinander gehört in das Reich der Finsternis, von dem wir geschieden sein wollen, mit dem wir nichts zu tun haben dürfen. Wir müssen uns absondern von dieser finsteren Strömung und dürfen ihren Sauerteig nicht in unseren Reihen dulden. Ich möchte da vielleicht doch noch auch mal zum Abschluss diese Verse aus 2. Korinther 6 lesen, die hier auch ganz klar anwendbar sind und die uns mahnen, zur Trennung von allem, was mit dieser Mystik zu tun hat. 2. Korinther 6, Abvers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Hier geht es von dem Zitat, geht hinaus von ihnen her um Babylon, um Babel, das wissen wir. Und es geht um dieses geistliche Babylon, was sich am Ende der Zeit immer mehr herausbildet. Da sollen wir keinen Anteil dran haben. Wir sollen uns absondern. Wir sollen den biblischen Glauben heilig und rein erhalten gegen alle Verunreinigung und allen Sauerteig der Mystik oder auch der römisch-katholischen Frömmigkeit. Diese Dinge sind Gift für echte Gläubige. Ja? Sie zerstören den biblischen Glauben. So wollen wir wachsam sein und wollen auch diese religiöse Verführung, die so fromm und so edel und so hilfreich und gut erscheint, als Verführung erkennen und ablehnen. Ja, ich möchte noch schließen mit Gebet. Ja, lieber Herr Jesus Christus, du siehst alle diese Dinge, die sich eingeschlichen haben, die unter deinem Namen verkündet werden und die doch
fremdes Gut sind, heidnische Philosophien und Religionen, Dinge, die aus dem Widersacher kommen und aus der Giftküche des Teufels. Herr, und wir wollen einfach beten, dass du uns wachsam machst, dass du uns auch diese Verführung der Mystik durchschauen lässt und uns bewahrst, auch die jungen Gläubigen, die besonders da auch im Visier des Feindes sind. Gib Gnade, dass wir unterscheiden können zwischen dieser falschen mystischen Frömmigkeit und dem echten Glauben und dass wir den echten Weg des Glaubens an dich wählen. Herr Jesus, und du möchtest doch dein Wort uns ins Herz einprägen, dass wir die gesunde Lehre deines Wortes festhalten, mit der wir auch alle diese Irrtümer der Mystik durchschauen können. Schenke du uns einen gesunden Glauben und eine gesunde Lehre. Schenke du uns echte Vertiefung der Glaubensbeziehung zu dir und dass wir bewahrt werden von all den raffinierten Irreführungen, die in der Endzeit auf uns zukommen. Herr, segne du die vielen, die auch in verschiedenen evangelikalen Kreisen mit diesen Dingen jetzt konfrontiert werden, dass sie das doch durchschauen, dass sich davon nicht wegreißen lassen vom biblischen Glauben. Herr, wir bitten dich und danken dir, dass du uns dein Wort gibst, um uns zu festigen, zu reinigen und aufzuerbauen. Dir sei Ehre und Dank für alles. Amen.